Heute geht's um Stoffwechsel, ein wichtiges Thema. Ja, Dancer, auf jeden Fall. Betroffene Pferde haben es wirklich nicht leicht. Da habe ich wohl was verwechselt. Ich dachte, bei Stoffwechsel geht es um Mode. Ich hätte zum Beispiel gerne einen schickeren Stoff für meine Fliegenhaube. Bei den Koppelgängen kommen wir im Vergleich zu den anderen Pferden schon eher armselig daher. Ich würde gerne gut aussehen. Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten mit Julia Kistner und den drei Welchis. Liebe Andrea Grafentin Lüdemann, herzlich willkommen bei Auf Trab. Würdest du dich vielleicht, weil wir dich zum ersten Mal hier hören dürfen, kurz vorstellen, was du in puncto Pferdegesundheit eigentlich machst und welche vierbeinigen Patienten ihr eigentlich in Nordheide habt? Ja, sehr gerne. Hallo, grüß dich, Julia. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Und mein Herzensthema Stoffwechsel ein bisschen mehr in den Umlauf bringen kann. Ja, ich bin etwas über 50 Jahre alt und habe seit über 30 Jahren selbst ein Pferd. Das ist meine Passion schon immer gewesen. Und ich bin ausgebildete Journalistin und PR-Beraterin und habe da auch 20 Jahre gearbeitet und war sehr viel mit medizinischen Themen beschäftigt. Und nach der Familienpause habe ich dann aber beschlossen, ich mache jetzt was mit Pferden. Ich mache das jetzt zu meinem Beruf. Und ich habe dann eine sehr aufwendige Ausbildung bei der ATM absolviert und bin seitdem Tierheilpraktikerin für Pferde. Ja, darf ich dich da kurz unterbrechen für unsere Hörerinnen in der Schweiz, Amerika und Österreich, wo wir auch viele Hörerinnen haben. Für was steht ATM? Das ist die Akademie für tierheilkundliche Medizin. Ah, okay. Also ganzheitliche tierheilkundliche Medizin. Mhm, sehr schön, ja. Und dann habe ich angefangen, selbstständig darin tätig zu sein und habe dann aber auch natürlich festgestellt, wo ich an Grenzen gestoßen bin, zum Beispiel beim Thema Atemwegserkrankung. Und da habe ich dann noch sehr umfangreiche Fortbildung einfach. Und eines deiner Steckenpferde ist Stoffwechsel und wahrscheinlich Stoffwechselstörungen. Und vielleicht zäumen wir das Pferd von vorne auf. Warum gibt es eigentlich so viele Pferde, die Stoffwechselprobleme haben? Ja, das wird immer mehr leider und wir müssen uns leider offen eingestehen, dass die Haltung unserer Pferde im Grunde nicht artgerecht ist. Mhm. Pferde haben sich, anders als jetzt Hunde in der Phase der Domestizierung, haben Pferde sich ihr Wildtier-Dasein eigentlich noch bewahrt. Das heißt, ihr Stoffwechsel hat sich an diese ganzen geänderten Haltungsbedingungen noch immer nicht gewöhnt. Das heißt, ein Pferd möchte eigentlich in seinem Familienverband, seiner Herde mit Stuten, Hengsten, Fohlen, Jungtieren, Alttieren, Tag und Nacht langsam schreitend über eine Steppe ziehen. Mhm. Und immer genug zu essen haben, sich das auch suchen müssen. Das heißt, in der Steppe gab es nie so ein mega, vielleicht im Sommer, aber ansonsten kein mega Angebot an Futter, an Rauffutter. Da mussten die Pferde schon viele Kilometer zurücklegen. So. Und ansonsten hat ihnen der Herdenverband einfach ganz viel Schutz geboten und das Futter war eben auch artgerecht, die Bewegung war da, die Sozialkontakte waren da, die frische Luft war da. Und so wie wir unsere Pferde heute halten, ist das eigentlich nicht ganz so im Sinne der Pferde. Okay, dann habe ich das richtig. Zwei Dinge rausgehört, die Schuld für die Stoffwechselstörungen oder viele sind. Das eine ist eben dieser Herdenverband Fluchttier, dass das Pferd ein Fluchttier ist und da eben nicht diesen Herdenverband das Vertrauen hat. Und das andere war, dass sie Pflanzenfresser sind. Oder was sind da die beiden Säulen, die du immer anführst? Also ich beschreibe es meinen Kunden immer gerne so, dass der Stoffwechsel ruht im Grunde auf zwei wichtigen Säulen. Die eine Säule heißt, ich bin ein reiner Pflanzenfresser, ein Herbivorer.
Und die andere Säule heißt, ich bin ein Fluchttier. Und beides ist jetzt erstmal kein Geheimnis natürlich und keine große Neuigkeit, aber beides hat enormen Einfluss auf den Stoffwechsel. Und das, was da im Einzelnen dahinter steht, ist leider sehr unbekannt. Was mache ich jetzt, wenn ich natürlich mein Pferd liebe über alles und ich auf der anderen Seite sage, okay, ich kann ihm gar nicht die Haltung geben, die er in der Steppe als wanderndes Pferd sozusagen bekommt, außer ich wohne vielleicht in Norwegen und Island und kann es da auf die Berge rauslassen. Ja, wie kann man denn diese Säulen sozusagen stärken? Fangen wir mal mit dem Pflanzenfresser an. Ja. Ich meine, es wird niemand einem Pferd ein Wurstzähne füttern, aber was geht da schief? Ja, also ich würde gern einmal erklären, was bedeutet es im Einzelnen für den Stoffwechsel, ein reiner Pflanzenfresser zu sein? Ja, bitte. Die Natur hat im Laufe der Jahrtausende sich das Pferd so entwickeln lassen, dass es ausschließlich von Rohfaser leben kann. Mhm. Was wir ja nicht können. Für uns ist das Ballaststoff. Das Pferd kann davon leben. Und das kann es nur, weil die Natur dafür gesorgt hat, dass in seinem Darm Mikroorganismen leben, Einzeller, die diese Rohfaser aufschließen können und verwertbar machen. Es ist ganz wichtig, dass diese speziellen Mikroorganismen, diese spezielle Darmflora im Pferd auch wirklich sich entwickeln kann und vorhanden ist und in einem richtigen Maße vorhanden ist. Man nennt sie die zellulytische Darmflora, also die zellulose zersetzende Darmflora. Es gibt auch eine saccharolytische Darmflora, also die kümmert sich um die Verwertung von Zucker. Die wollen wir im Pferd eigentlich so wenig wie möglich haben oder eigentlich kaum haben, weil die nämlich unsere natürliche zellulytische Darmflora kaputt macht und verdrängt. Mhm. So, direkt in diesem Zusammenhang hat sich mit diesen Mikroorganismen hat sich die Natur noch etwas ganz Spezielles ausgedacht. Und damit sind wir bei der ersten absoluten Einzigartigkeit des Pferdestoffwechsels. Denn man kennt nach aktuellem medizinisch-wissenschaftlichem Kenntnisstand dieses Phänomen nur und ausschließlich von Pferden, von keinem anderen Lebewesen. Die Natur hat sich für die Pferde ein hochentwickeltes Abwehrsystem überlegt, das dafür sorgen soll, dass diese Mikroorganismen, die für das Pferd und seine Verdauung und damit Ernährung so wichtig ist, dass diese Mikroorganismen genau da bleiben und leben, wo sie hingehören. Im Blinddarm und im ersten Teil des Dickdarms. Das wissen die aber ja nicht, diese Mikroorganismen. Das sind Einzeller. Ja, woher sollen die das wissen, wo sie hin sollen? Das heißt, wandern die ab, zurück in den Dünndarm, in den Zwölffingerdarm, vielleicht wenn die Klappe gerade mal offen ist, auch in den Magen oder in den Enddarm und tschüss. Ja? Das wissen die nicht und deswegen gibt es dieses Abwehrsystem, was diesen Mikroorganismen, sollten sie irgendwo anders hinwollen, richtig gehörig eins auf die Glocke gibt. Ja, und wie stärke ich dieses Abwehrsystem? Ja, das ist nicht so einfach. Aber erstmal nochmal zu diesem Abwehrsystem. Alles, was hochentwickelt ist, neigt leider auch zu Überreaktionen. Und das ist das, was wir eben nur bei Pferden kennen, wenn man spricht vom sogenannten HRS, dem Hyperreagibilitätssyndrom der Pferde. Und die wichtigsten 5 Erkrankungen oder Symptome bei Pferden, wie zum Beispiel die Hufrehe, die chronischen Atemwegserkrankungen, die equinen Sarkoide, alle Arten von Ekzemen und die periodische Augenentzündung sind immer auf jeden Fall in Verbindung zu sehen mit diesem Hyperreagibilitätssyndrom. Das heißt, mit einem Überschießen dieser Abwehr. Und wie kann ich dieses Überschießen dieser Abwehr verhindern oder zumindest bremsen? Also, was wir tun sollten und was ich eben mit meinen Patientenpferden auf jeden Fall mache, ist eine vernünftige Präbiotik zugeschnitten auf die speziellen Mikroorganismen der Pferdeverdauung.
und eine Abwehrförderung. Aber da müssen wir aufpassen. Man unterscheidet in der Medizin zwischen Abwehrstimulation und Abwehrmodulation. Bei der Abwehrstimulation sorgen die Wirkstoffe der Therapeutika dafür, dass die Abwehrzellen, also im Wesentlichen die B- und T-Lymphozyten, vermehrt werden, also zu vermehrter Zellteilung angeregt werden. Jetzt darf man sich fragen, macht das bei einem Tier, was dessen Abwehr sowieso schon zur Überreaktion neigt, macht das Sinn? Das macht auf keinen Fall Sinn. Das ist ungefähr so, als würde ich Abwehrstimulantien einem Autoimmunpatienten geben. Ja. So muss man sich das vorstellen. Und leider ist es so, dass wenn ich in den Futterhandel gehe und mich erkundige, was ich zur Förderung der Pferdeabwehr tun kann, dann bekomme ich zu 99% ein Futtermittel empfohlen, in dem Abwehrstimulantien. Und was ist diese Abwehrstimulanz oder auf was muss ich denn da achten, was nicht im Futtermittel drin sein sollte und was im Futtermittel drin ist? Ganz, ganz beliebtes abwehrstimulierendes, abwehrförderndes Therapeutikum ist der rote Sonnenhut, also Echinacea. Und für mich ist Echinacea im Zusammenhang mit Pferdefütterung nichts, gar nichts zu suchen. Okay, das ist schon mal ein sehr guter Hinweis. Weil, wie gesagt, Echinacea arbeitet abwehrstimulierend. Das heißt, es werden eben diese Abwehrzellen vermehrt. Und das darf man bei Pferden aufgrund dieser sowieso schon hochentwickelten Abwehr nicht machen. Wir müssen abwehrmodulierend arbeiten. Und wie würden wir ja gern, wenn wir wüssten, wie wir es machen. Ja, sicher. Also es gibt pflanzliche Therapeutika, sowohl eben, die sehr sinnvoll sind, als sinnvolle Präbiotikum für die spezielle Darmflora. Und es gibt eben abwehrmodulierende Wirkstoffe in Pflanzen. Aber da muss man natürlich schon gucken. Dazu muss man einen Patienten erstmal kennenlernen. Man muss gucken, wie ist der Stand der Dinge? Was hat dieses Tier schon für Symptome? Wie wird es gehalten? Etc. Also da kann man schlecht ins Blaue hinein jetzt ein bestimmtes Therapeutikum nennen und sagen, hey, das macht mal alle, dann ist alles gut. Also das geht leider nicht. Was man aber sagen kann, ist, dass man darauf achten sollte, eben keine Abwehrstimulantien zu nehmen. Wenn wir da vielleicht noch mal ins Eingemachte gehen, du hast diese 5 typischen Krankheiten oder Probleme, die Stoffwechselstörungen hervorrufen, angesprochen. Fangen wir jetzt zum Beispiel mit den Augenentzündungen an. Was mache ich da? Wie du sagst, man muss ja eine genaue Amnese machen. Wie würdest du da eigentlich vorgehen? Kannst du da Tipps geben, wie ich eigentlich jetzt wirklich in der Praxis da vorgehe, wenn mein Pferd Augenentzündungen hat? Am Beispiel der Augenentzündung. Also wir reden ja hier von der periodischen Augenentzündung. Die habe ich ja gemeint. Also die equinen rezidivierenden Uveitis, der ERU. Das ist ja wirklich dann eine Bindehautentzündung, die schon sehr häufig vorgekommen ist und nicht nur einmal und nicht nur zweimal. Und da muss auf jeden Fall ein Tierarzt dran, der für die Diagnose und sich angucken, ob es bereits Fibrinablagerungen gibt. Und dann muss eine Blutabnahme stattfinden, zwingend, weil die periodische Augenentzündung wird ausgelöst durch Bakterien, immer. Und zwar durch Leptospiren. Und Leptospiren werden übertragen von Schadnagern, also Mäusen und Ratten, durch deren Urin oder Kot. Das heißt, ich kann die Haltungsumgebung eines Pferdes davon fast nicht schützen. Ne? Also das kann im Heu sein, im Stroh sein, das können sie in der Pfütze auf dem Paddock oder Weide zu sich nehmen. So, und diese Leptospiren, diese Bakterien, die reichern sich in der Leber an, das führt zu einer Leberentzündung, die man beim Pferd meistens nicht erkennt, weil wir das Augenweiß und die Haut nicht sehen. Und dann wird von diesem übersteigerten Abwehrsystem werden diese Bakterien immer weiter durch den Körper geschickt, nach vorne, immer weiter Richtung Kopf, schickt diese Abwehr diese Leptospiren, diese Bakterien, und irgendwann landen die im Glaskörper des Auges. Und da sind sie geschützt, aber da kommen sie auch nicht wieder raus.
Ui. Das heißt, deren Stoffwechsel sorgt dann für diese Fibrinablagerung, die dann immer wieder für die Augenentzündung sorgen. Das heißt, was dann ja gemacht wird in der OP, ist, dass die Flüssigkeit des Glaskörpers abgesogen wird und durch Neues ersetzt wird. Mhm. Aber wir sehen, das Ganze hat zu tun mit einer Überreaktion der Abwehr. Wäre die nicht so übersteigert und würde die Leber einfach mit diesen Bakterien fertig werden und Punkt, dann wäre alles halb so wild. Also da halten wir auch mal fest, natürlich Hygiene im Stall ist immer ein großes Thema und jetzt im Spätsommer, wenn die Mäuse wieder vom Feld wieder in die Ställe kriechen, sollte man halt wirklich immer Futter gut abschließen und eben einfach den Stall gut hygienisch sauber machen, denke ich. Und diese anderen vier wollen wir nicht ganz durchgehen, aber zum Beispiel, was auch oft eben ist, es EMS, Cushing, Stoffwechselstörungen, gerade bei Ponyrassen oder bei bestimmten iberischen Rassen, ja. Was kann man denn da machen oder wie kann man da schauen, ob Stoffwechselstörung, ist es das gleiche Blutbild, steht mal ganz vorne oder wie kann man da vorgehen? Naja, also das Thema Cushing, und jetzt wundert euch nicht, wenn ich Cushing sage, die medizinischen Erstbeschreiber dieser Erkrankung leben zwar in Amerika, haben aber eine deutsche Abstammung und möchten der Name Cushing ausgesprochen. Okay, haben wir wieder was gelernt. Es wird zwar Englisch geschrieben und mir ist das auch völlig wurscht, aber ich bin gehalten, Cushing zu sagen. Gut. Das ist ja eigentlich eine natürliche Angelegenheit der Natur, weil wenn ein Pferd ab 15 zählt man Pferde, sagt man, die werden älter. Sie werden langsam, kommen sie langsam in das Seniorenalter. Dann sind sie in der Natur nicht mehr so sehr in der Lage gewesen, mit der ganzen Herde zu laufen, zu flüchten im Fall von Gefahr. Dann hat die Natur gesagt, okay, 15-jähriges Pferd, dir bastel ich jetzt mal ein Adenom an die Hirnanhangdrüse. Das ist zwar gutartig, aber sorgt dafür, dass noch mehr Cortison ausgeschüttet wird. Und Cortison hat ja die physiologische, also die normale Funktion, schnell für Energie zu sorgen im Körper. Und das ist der ganze Zusammenhang. Dann haben die Pferde wieder mehr Energie und dann ist auch das ältere Pferd wieder mehr in der Lage, mit der Herde zu flüchten. Das heißt, im Grunde ist Cushing eine ganz natürliche Angelegenheit. Leider ist es aber so, dass eben heute auch schon jüngere als 15-jährige Pferde davon betroffen sind. Und dann muss man sehen, ob es wirklich ein Cushing ist oder ob es eigentlich dann doch eine fütterungsbedingte Stoffwechselerkrankung ist. Also Futter kommt immer vor bei Stoffwechselerkrankung, aber du hast also zu viel, nehme ich an, selten zu wenig. Ganz genau. Aber du hast auch gesprochen, es gibt eine, da habe ich dich leider unterbrochen, deine zweite Säule, das Fluchttier. Ja, die ist eben auch ganz, ganz wichtig. Also wir hatten ja die erste Säule, ich bin ein reiner Pflanzenfresser mit den Mikroorganismen und der Abwehr. Und dann gibt es eine zweite Säule und die heißt eben, ich bin ein Fluchttier. Was macht jetzt die Eigenschaft, ein Fluchttier zu sein, mit dem Stoffwechsel? Also als Fluchttier ist das Pferd davon abhängig, dass seine Sinnesorgane in dem Gehirn permanent Meldung machen, was drumherum passiert. Also deswegen sind Pferde ja permanent auf der Hut sozusagen. Und bekommt das Pferdegehirn jetzt ein Signal von den Sinnesorganen, dass irgendwas nicht ganz stimmig ist? Da raschelt was, das Leittier geht weg, das Wasser ist alle, was auch immer. Da kommt ein Wolf oder früher war es der Tiger, inzwischen war ein Wolf. So, wenn das Pferdegehirn das Gehirn des Pferdes dieses Signal bekommt, dann schüttet es 12-mal mehr Adrenalin aus als der Mensch in einer Stresssituation und sage und schreibe 35-mal mehr Cortison. Ui. Und da darf man sich natürlich sehr stark fragen, was das jetzt soll. Das hat folgende Ursache. Wie gesagt,
Cortison hat die Eigenschaft, schnell für Energie zu sorgen. Was macht Cortison? Indem es in Bruchteilen von Sekunden Eiweiße, Proteine zu Zucker umwandelt. Und dieser Zucker sorgt dann für die Energie. Und jetzt kommt die nächste absolute Einzigartigkeit, die man ebenfalls nach aktuellem medizinischen Wissensstand nur vom Pferd kennt. Das heißt, unsere Pferde sind stoffwechselmäßig komplett einzigartig. Aber leider weiß das kaum jemand. Denn unsere Pferde besitzen zwei unterschiedliche Arten von Muskulatur. Einmal die Skelettmuskulatur für den Bewegungsapparat, so die wir auch haben. Wenn man die, sage ich mal, präpariert, also aufschneidet, dann ist die rot, mit anderen Worten gut durchblutet. Pferde besitzen aber auch noch eine zweite Art von Muskulatur, die nennt sich Typ 2B-Muskulatur. Und die verläuft vom obersten Punkt des Kopfes entlang an der Halsoberlinie, an der Rückenoberlinie und endet in drei großen Muskelbäuchen in der Gruppe, der sogenannten Glutealmuskulatur. Und wenn man diese Muskulatur präpariert, ist sie fast weiß, mit anderen Worten schlecht durchblutet, weil ihre Aufgabe auch nicht darin liegt, sich an der Bewegungsablauf zu beteiligen, sondern diese Muskulatur, die praktisch das Gehirn mit der Gruppe verbindet, hat einen eigenen Zuckerstoffwechsel und verarbeitet und verwertet diesen Zucker, den das Cortisol aus den Eiweißen gemacht hat, in Windeseile und transportiert das Ganze in diese Glutealmuskulatur der Gruppe. Und dort sorgt dann der Zucker in den Zellen der Muskulatur in Bruchteilen von Sekunden für die Energie, um zu fliehen. Aha, okay. Das heißt, wenn ich dich jetzt dir richtig gefolgt bin, weil das für mich natürlich sehr medizinisch ist, wenn ich sozusagen hinten in der Gruppe praktisch dort die Muskeln sind zum Fliehen, kann ich ja praktisch diese Muskeln könnte ich ja auch brauchen, um die Hinterhand mehr zu bewegen, damit ich, wenn ich auf dem Pferd sitze, praktisch das Kreuz entlaste, wenn das Pferd wie eine Ziehharmonika zusammengeht und von hinten mehr unter den Körper tritt, mal ganz, ganz vereinfacht gesagt. Das heißt, was kann ich machen, als Besitzer, als Reiter, um diese der zweite Typ der Muskulatur mehr zu durchbluten oder muss ich das überhaupt oder um die mehr zu beanspruchen? Das ist, wie gesagt, eine andere Art von Muskulatur. Das ist nicht die Muskulatur, auch nicht in der Gruppe, nicht die Muskulatur, die für die Bewegung als solche zuständig ist. Okay. Sondern die ist wirklich für den Zuckerstoffwechsel in erster Linie zuständig. Und wir kennen diese drei Muskelbäuche auch von einer Pferdekrankheit, und zwar vom Kreuzverschlag. Nennt sich heute Tying Up, aber weil diese Muskulatur ist ja schlecht durchblutet. Ja. Und alles, was schlecht durchblutet ist, führt eben auch wenig Sauerstoff. Und deswegen übersäuert es schnell. Und deswegen sind beim Kreuzverschlag genau diese Muskeln betroffen. Aha, dann sind wir aber wieder beim Futter, weil ich kann mich erinnern, Kreuzverschlag ist, wenn gerade an Ruhepausen war das früher, dass zu viel gefüttert wurde, zu viel Energie und dann ist es dazu gekommen. Das heißt, um das zu verhindern, muss man wieder beim Futter aufpassen, oder? Ja, natürlich. Und da sagst das muss du... man immer. Was sind denn da denn die No-Gos? Weil du sagst immer, alle Formen von Getreide, das heißt, auch Hafer, sagst du, ist nicht gut fürs Pferd, obwohl man das über Jahrhunderte lang ja gefüttert hat. Ja klar, das höre ich natürlich auch in meiner täglichen Arbeit. Aber es ist trotzdem einfach so, dass Getreide an sich kein geeignetes Pferdefutter ist. Weil, was ist Getreide? Getreide ist Stärke und Stärke ist Zucker oder wird zu Zucker verstoffwechselt. Und dann sind wir auch wieder bei unserer spezifischen bei unserer Darmflora des Pferdes, die ja von der Zuckerdarmflora verdrängt wird. Ja, wir wollen ja, dass das Pferd Rohfaser verwerten kann. Ja. Und die Darmflora, die wir auf den Plan rufen, wenn wir Stärke Zucker füttern, die verdrängt eben die natürliche, rohfaserverwertende Darmflora.
So. Mhm. Wir haben ja früher, haben Pferde ja schwer gearbeitet. Ja. Die waren vor der Kutsche, die waren auf dem Feld, die waren unter Tage, die mussten im Krieg, die haben Schwerstarbeit geleistet. Und die haben natürlich, wenn sie dann Hafer gekriegt haben, das auch den Tag über wieder abgebaut. Unsere Pferde bauen das aber in der Regel kaum ab. Ne? Also, und insofern, Pferde ziehen sich aus einem vernünftigen Raufutter, ziehen die sich alles an Energie, was die brauchen. Also bevor ich da einen Mehrbedarf an Energie habe, da muss ich schon dann wirklich in den höchsten Klassen. Okay, also derjenige, der zwar fleißig eine Stunde pro Tag reitet und das vielleicht sogar trainiert am Platz, da selbst der könnte praktisch mit extra Mineralien oder Spuren oder Vitaminen und Heu und Stroh auskommen. Absolut, absolut. Es gibt Studien der Universität München, die haben geguckt, wann ein Pferd denn wirklich das höchste Plus an Energie hat. Ja. Das Ergebnis war, dass es bei laktierenden Stuten, also bei einer Stute, die gerade einem Fohlen Milch geben soll. Und da ist dann das Plus an Energie bei gerade mal 3%. So. Und wir glauben immer, weil wir mal eine Stunde oder zwei im Wald waren oder auf dem Platz, wir müssen jetzt wahnsinnig viel Energie in die Pferde reinfüttern. Und das Ergebnis ist dann leider die nächste Stoffwechselerkrankung, an die wir uns sehr gewöhnt haben. Also ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass jeder dritte Patient, den ich sehe, an EMS leidet. Mhm. Oh je. Und EMS macht ja eigentlich müde die Pferde und weniger leistungsfähig dann. Und das kommt hauptsächlich eigentlich durchs Futter oder auch zu kräftige Wiesen oder überdingte Wiesen, oder wie kommt das dann? Also EMS, das equine metabolische Syndrom, ist ja im Grunde die Diabetes mellitus Typ 2 Erkrankung beim Pferd. Mhm. Diabetes 1 ist ja die angeborene Erkrankung und 2 ist die angeeignete. So, und wir haben es hier mit einer angeeigneten Erkrankung zu tun. Das heißt, es gab zu viel Energie bei zu wenig Bewegung und irgendwann hat dann die Bauchspeicheldrüse praktisch ihren Dienst quittiert oder sehr stark eingeschränkt und kann nicht mehr genug Insulin produzieren, um den Zucker in die Zellen zu transportieren. Das Ergebnis ist, dass die Zellen zum einen zu wenig Energie haben, deswegen sind die Pferde oft so schlaff und energielos. Und zum anderen muss der Zucker, der dann eben nicht mehr in die Zellen gelangt, in Ermangelung an ausreichend Insulin, der lagert sich dann irgendwo im Gewebe ein. Mhm. Und da, wo sich Zucker im Gewebe einlagert, wird osmotisch bedingt automatisch Wasser an sich gebunden. Und dann entstehen eben diese Fettpölsterchen. Ja, sind in der Regel keine Fettpölsterchen. Polster in dem Sinne. Natürlich kommt das dann irgendwann auch dabei raus. Aber zunächst einmal sind das Ödeme. Das heißt, das sind Wassereinlagerungen. Ah. Zucker-Wasser-Gemisch-Einlagerungen. Oh, das ist spannend, ja. Das heißt, also, das nehmen wir sicher vom Podcast mit. Wir füttern eher zu viel als zu wenig und sollten uns vor allen Dingen das Kraftfutter überdenken, ja, ob das nicht zu viel Energie ist und eben eher schauen, was wir an Mineralien und Vitaminen noch dazu brauchen, je nach Heuqualität und Strohqualität. Aber ich möchte noch zur zweiten Säule nochmal zurückkommen, weil das fand ich auch interessant, Fluchttier. Habe ich das richtig verstanden? Stoffwechselstörungen kommen auch beim Pferd durch Stress häufig. Absolut. Ja? Absolut. Weil diese ganze Situation, ich bin als Fluchttier, muss ich immer aufmerksam sein und produziere dann ganz viel Cortison und ganz viel Adrenalin. Adrenalin baut sich im Säugetier, also Mensch und Pferd, nur durch Bewegung ab. Das heißt, wenn ich so einen Zappelphilipp habe, Mensch und Tier, der kann nicht anders Adrenalin abbauen. Man kann Adrenalin nur abbauen durch Bewegung. Und dann fängt man an, um zappelig zu werden. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass Cortison, wie gesagt, macht Zucker, indem es Eiweiße umwandelt zu Zucker. Das ist das, was die Aufgabe von Cortison.
Habe ich jetzt dauerhaft oder zu häufig zu viel Cortison in meinem Stoffwechsel unterwegs, dann habe ich irgendwann zu wenig Eiweiße. Die sind ja kaputt gemacht worden. Und das sind eben ganz häufig auch gerne Verdauungsenzyme. Es sind Enzyme aus dem Knorpelgewebe, also viele Lahmheitserscheinungen, für die man ansonsten auch bildgebend kaum eine Ursache findet, haben im Grunde Stress als Ursache, weil diese wahnsinnige Menge an Cortison Eiweiße abgebaut hat. So. Und wenn ich mir vorstelle, Pferde sind ja auch so sehr empfindlich für Magenerkrankungen bis hin zu Magengeschwüren. Der Pferdemagen ist ja sehr klein, weil er als der Dauerfresser Pferd muss ja nicht Futter speichern. Ne? Da kriegt ja immer wieder neu. Also kann der Magen ja erstmal schon mal klein sein. Und der besteht nur zur Hälfte aus Belegzellen. Also nur ein Teil der Magenschleimhaut ist mit Belegzellen besetzt. Der andere Teil ist so weich wie unser Handrücken. Und wenn ich jetzt eine Ermangelung an Verdauungsenzymen habe, die das Cortisol kaputt gemacht und zu Zucker umgewandelt hat, dann stimmt was in meiner Verdauung nicht mehr. Und dann wird aber trotzdem noch die Magensäure ausgeschüttet. Und das ist eine hundertprozentige Salzsäure. Und die zersetzt dann, die greift dann einfach die Magenschleimhaut an. Das ist eine. Dann sind wir da wieder, also könnte natürlich jetzt Proteine dazu füttern, aber das ist wahrscheinlich nicht des Pudels Kern, sondern man sollte besser den Stress abbauen. Das ist, ein Stress kann sich praktisch auch nicht nur Überforderung, sondern Unterforderung, nehme ich an, wahrscheinlich ja, häufiger heute aufbauen. Und psychischer Stress durch, häufiger Stallwechsel oder was verursacht er denn Stress? Wo sollte man drauf achten? Ja, das hast du eben schon genau richtig gesagt. Also einen Stallwechsel sollte man sich immer wirklich sehr gut überlegen. Für das Pferd bedeutet das einen enormen Stress. Andere Umgebung, anderes Futter, andere Herde, alles ist neu. Und auch wenn die Pferde sich vermeintlich ganz gut eingewöhnen, sich wirklich an das bakterielle Umfeld, andere Pilze, andere Bakterien, andere Mikroorganismen gewöhnt hat, das dauert häufig ein Jahr. Okay. So. Also wenn ein Pferd das andauernd machen soll, dann ist das ein enormer Stress. Dann haben wir natürlich die Transporte und so weiter und so weiter. Aber okay, es gibt auch noch viele andere Stressquellen. Habe ich einen Boxennachbar, der mich nicht in Ruhe fressen lässt? Wie ist die Herde zusammengesetzt? Habe ich eine häufige Fluktuation in der Herde? Ist da Harmonie? Wie ist mein Arbeitspensum? Werde ich ausreichend bewegt oder werde ich vielleicht sogar überfordert? Wie passt mein Zaum und mein Sattelzeug? Wie passt der Reiter zu mir? Wie sind meine Zähne? All diese Dinge können eine Rolle spielen. Und dann ist natürlich ganz wichtig, die Box, wie wird ein Pferd gehalten? Ist da genug frische Luft? Hat das Pferd genug Kontakt zu Artgenossen? Ne? Also, und da muss man eben dann auch mal so ein bisschen pferdisch denken. Wir denken da manchmal zu menschlich und denken, oh, das ist doch alles hübsch hier und hell und luftig. Aber wir müssen uns mal in das Pferd hineinversetzen und schauen, ob das für das Pferd wirklich das Richtige ist. Und dann darauf kommt, das ist das A und O. Das ist ein schöner Abschluss oder das Wort zum Sonntag. Mal schauen, ob das für das Pferd das Richtige ist. Was würdest du gerne nochmal zum Punkt Stoffwechsel auch den Hörerinnen mitgeben? Ja, man muss sich einfach klar sein, dass wir nicht nur Symptome anschauen dürfen. Wir können nicht sagen, das Pferd hat jetzt eine Hufrehe zum Beispiel. Auch das ist eine Stoffwechselgeschichte. Können wir jetzt nicht mehr im Einzelnen drauf eingehen. Aber es ist eine ganz verbreitete und auf jeden Fall Stoffwechselgeschichte, die einzig und allein etwas mit unseren Mikroorganismen im Darm zu tun hat. So, wir dürfen uns aber dann nicht nur die Hufrehe oder das EMS oder die Atemwegserkrankung insbesondere symptomatisch anschauen und da irgendwelche Medikamente verordnen und uns ansonsten nicht um den Stoffwechsel kümmern. Dann werden wir langfristig keinen Erfolg haben. Stoffwechsel heißt eben, dass alle Stoffe irgendwie umgewandelt werden und dort zum Einsatz kommen, wo sie aktiv werden sollen, entsprechend ihrer Aufgabe. Und ich muss das Ganze betrachten. Das ist ein Zahnrad. Und jedes einzelne
oder ein Uhrwerk, wo jedes einzelne Rädchen eine Aufgabe hat. Und wenn ich nur an einer Stelle ansetze und das ganze System aber nicht berücksichtige, dann werde ich langfristig nicht zum Erfolg kommen. Und häufig ist es ja so, gerade bei Atemwegserkrankungen, dass die Medikamente dann auch irgendwann gar nicht mehr wirken. Ich muss immer auch immer mehr und immer häufiger und wundere mich, warum das alles nichts bringt. Ich muss den ganzen Stoffwechsel betrachten. Dann sage ich danke, Andrea. Wenn man mehr darüber erfahren will, wo kann man dich erreichen? Ja, natürlich über alle bekannten Kanäle. Pferdereha Nordheide findet man im Internet, findet mich bei Facebook und bei Instagram. Aber was natürlich, glaube ich, jetzt hier ganz besonders wichtig ist, dass ich ja auch telefonische Beratung mache. Ich habe ja viele Kunden, die nicht in und um Hamburg oder in Norddeutschland leben. Und das mache ich sehr viel und das ist ganz hervorragend. Ich habe eine Checkliste mit bestimmten Fotos, die ich von dem Tier brauche, die ich dann auswerte vorher und wir telefonieren dann. Und das dauert beim ersten Mal auf jeden Fall eine gute Stunde. Und dann besprechen wir eben die Geschichte, die Historie, die Anamnese des Pferdes. Und ich berate die Kunden da eben auch sehr ausführlich und schicke die Therapeutika dann zu. Und man bleibt eben im Kontakt und macht Folgetermine. Vielleicht kannst du kurz die Webseite noch sagen. Man findet mich unter www.pferde-reha-nordheide.de. Sehr fein. Ja, alles Gute. Dank. Tschüss. Ciao. Und wenn euch diese Auf Trab-Folge gefallen hat, ja, dann würden meine Welchis und ich uns über eure Unterstützung unseres Podcast-Projektes freuen, indem ihr Auf Trab auf YouTube, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl liked und am besten den Podcast auch gleich abonniert. So könnt ihr auch keine Folge mehr verpassen. Vor allem aber bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag. Ha 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 ha!